Kabel sind überall auf dem Knoten. Vielleicht kann ich ihn überbrücken. Die Kabel bewegen sich. Sie ziehen sich zurück. Wir können die Lüftung hochklettern. Der Knoten auf der anderen Seite ist von Kabeln umwickelt. Ich versuche hinzukommen. Wir warten hier. Rüber, ihr zwei. Rein Rüstung an Einheit G-Typ-1 transferieren. Wer ist das? Hephaestus. Er hat hier alles übernommen. Gamma Matrix 5 aktivieren. Da ist wohl noch ein Knoten auf der anderen Seite. Bei der Tür. Dann mach dein Ding. Wie kommt man zum Knoten auf der anderen Seite? Treibstoffversorgung von Einheit G-Typ-1 starten. Durchsatz um 20% erhöhen. Zusatzverteilung J1 Zeta einschalten. Sekundärpakete zu Materialbucht 5 und 12 transferieren. Ich glaube, ich kann auf einem der Metall. Geschütze in Einheiten A59 bis B24 laden. Diese Wagen transportieren viele Waffen. Was hat Hephaestus vor? Rüstungsauswertung Alpha ausführen. Wahl, über uns. Sie ist in der Luft. Nicht loslassen, Aloy. Ja, wer hätte das gedacht? Nebenleitung 9AX umschalten. Angekommen. Ich muss loslassen.
Okay. Was jetzt? Mischungsauswertung abgeschlossen. Das ist nur. Wer ist Hephaestus? Und was will er an diesem Ort? Er hat schon früher Anlagen übernommen, um tödliche Maschinen zu bauen. Aber er war nicht immer feindlich. Er war einmal ein Teil von etwas Gutem. Etwas namens Gaia. Noch mehr Kabel. Sie bedecken die Tür. Ich glaube, wir sind fast am Kern. Seid bereit. Wir geben Deckung. Oh nein. Was hat Hephaestus ihr angetan? Eine Waffe aus ihr gemacht, die früher oder später genutzt werden wird. Und dann Einklang. Wenn mein Volk sieht, was daraus geworden ist. Wenn eine seiner Gottheiten es angreift. Ihr wisst, was zu tun ist. War. Überbrücken kann, um sie abzuschalten. Maschine, die uns fast umgebracht hätte? Sie ist immer noch ihr Gott. Ich trauere nicht um einen Gott oder eine Maschine, sondern weil ich meinen Glauben verloren habe. Weißt du, so, wenn du willst, kannst du heimgehen. Habe ich noch ein Heim? Und wenn ja, wie lange noch? Kannst du unsere Lande wirklich heilen? Mein Volk retten?
Schritt für Schritt. Und wir fangen hier an. Eindringling identifiziert. Zerstörer der Blutstätte Epsilon. Dieses Mal nicht in Wette. Schlecht. Na dann mal hoch. Noch mehr? Wie Aloy sagte, das ist erst der Anfang. Aloy, der Kern. Mein Fokus zeigt Hologramme darauf. Sieht wie Maschinen aus. Wissen darüber, wie man Maschinen zählt. Und das kannst du lernen? Hast du alles? Ja. Dann beeilen wir uns lieber. Das klingt gar nicht gut. War das der Geist? Minerva? Ich glaube nicht. Zumindest nicht direkt. Achtung! Das gesamte Personal muss die Anlage verlassen. Unverzüglich! Irgendetwas will uns hier nicht. Was genau war das hier? Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Da. Das ist unser Ausgang. Fehler. Unbefugter Zugriff. Anlage wird abgeriegelt. Draußen bleiben. Was ist denn los? Na, zumindest funktioniert die Notbeleuchtung. Was war das gerade? Minerva ist definitiv hier. Und ich glaube, sie will uns aufhalten. Ich gehe vor. Vielleicht finde ich einen Eingang. Sollen wir sicher nicht mit ihr mitkommen? Minerva kann gefährlich sein. Ich schaue, dass es sicher ist. Okay. Wenn du uns brauchst, wir sind hier. Okay, ich muss Minervas Versteck finden. Ich muss einen Weg finden, auf die Systeme der Anlage zuzugreifen. Warnung! Zugangsbeschränkung! Du bist hier nicht erwünscht! Nein, tut mir leid. So leicht wirst du mich nicht los, Minerva. Vielleicht kann ich sie aufziehen.
sie führt. Über mir weht ein Luftzug. Vielleicht ein Ausgang aus diesem Schacht. Ein weiterer Teil der Anlage zu sein. Die Tür ist zu. Durch die Tür komme ich jetzt wohl nicht durch. Ich sollte umkehren. Vielleicht ist hier noch was. Ich sollte wohl hochgehen. Ich bin draußen. Ich muss einen Weg zurück in die Anlage finden. Vielleicht kann ich oben am Berg nach einem Eingang suchen. Ich bin nah dran. Wenn ich Minerva zur Zusammenarbeit bewege, kann ich sie mit Gaia verschmelzen. Sie endlich zurückbringen. Dann käme alles in Ordnung. Die Plage, die Stürme. Vielleicht hilft sie mir herauszufinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Warum hatten sie einen Klon von Elizabeth? Und warum wollten sie ein Backup? Da oben sind die Rohre. Vielleicht führen die zu einem Eingang. Aber wie komme ich ran? Da ist Reinklang. Ich hoffe, die Utaru haben den Angriff gut verkraftet. Aha, noch ein Schacht. Jetzt muss ich da irgendwie reinkommen. Sieht wie eine Kuppel aus. Wofür das wohl ist? Minerva, gib mir die Konsole. Bitte. Zutritt verweigert. Das war früher mal anders. Erinnerst du dich nicht? An irgendwas? Du warst mal Teil von etwas Größerem. Gaia. Genau. Sie kann wieder leben. Aber du musst ihr die Chance geben.
Ohne dich geht kein Neustart. Bin ich dran? Du wirst wohl in ihr verschwinden. Ein Teil von ihr werden, wie du es warst. Das Elend endet dann. Danke. Danke, Minerva. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Du hast die Überbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Minerva wieder her. Ballistische Matrix initiieren. Okay. Also ist es Aloy, nicht Elizabeth. Es gibt viel zu besprechen, aber die Initialisierung meiner heuristischen Matrix wird noch einige Minuten dauern. In der Zwischenzeit schlage ich vor, du machst dich mit der Einrichtung vertraut. Das ist unsere beste Wahl als Operationsbasis. Und du kannst die Geräte jetzt schon verwenden, um deine Maschinenüberbrückung zu verbessern. Okay. Ja, das klingt gut. Benötigen deine Gefährten Zugriff? Sie werden bald hier sein. Gut, aber bitte überfordere sie nicht, okay? Sie sind nicht sehr erfahren mit Dingen wie... Nun ja, dir. Dieses Mal keine Fälschung? Nein. Dieses Mal ist sie echt. Val, so. Das ist Gaia. Hallo. Hi. Hi. Gaia, wacht gerade noch auf. Sehen wir uns mal um. Ich markiere die Position des Labors auf dem Fokus. Ich habe ein Netzwerk zwischen euren Fokussen eingerichtet. So könnt ihr aus der Ferne kommunizieren. Okay. Und was war das hier? Eine regionale Schaltstelle, von der aus Zero Dawn Nachkommen Terraforming-Prozesse im Gebiet überwacht hätten. Ich schlage vor, du erkundest die Anlage, Aloy, bis meine Initialisierung abgeschlossen ist. Du kannst deine Maschinenüberbrückungsfähigkeiten im Labor verbessern. Was ist das hier? Das hier war als Versammlungsbereich für das Schaltstellenpersonal gedacht. Hier würden ganz schön viele Leute reinpassen. Oder vielleicht erstmal nur ein paar. Das soll also ein Labor sein. Das war der eigentliche Zweck. Einige der Maschinendaten, die du aus der Werkstatt unten hast, scheinen beschädigt zu sein. Das Terminal in diesem Raum zeigt dir, wie man sie repariert und die Überbrückung abschließt. Ich schau's mir an. Thank you.
Gut, ich konnte einige der beschädigten Daten reparieren. Aber für den Rest brauche ich wohl Daten von weiteren Maschinenteilen. Meine Initialisierung ist abgeschlossen. Du kannst weiter die Anlage erkunden, Aloy. Wenn du fertig bist, kehre in den Kontrollraum zurück. Wir haben viel zu besprechen.